Zu dem frostigen Wetter ist nun auch die Sonne noch hinzugekommen und ich habe mich heute aufgemacht zu einem kleinen Spaziergang im Westerwald bei Wachstedt. Der Schnee lag hier im Westerwald nicht allzu hoch, also genau richtig zum Wandern. Wer Wintersport betreiben wollte, dafür wäre es doch noch etwas zu wenig gewesen. Der Untergrund war leicht gefroren und somit ließ es sich herrlich hier bei Sonnenschein im Wald gehen. Und in der Sonne glitzerte der Schnee an allen Zweigen. Und diesmal traf ich kein Eichhörnchen, sondern einen munteren Specht bei seiner Arbeit hier am Baum an. Er hämmerte, was das Zeug hielt, und er fetzte auch die Rinde am Baumstamm mit seinem Schnabel weg. Und bei dem sonnigen Wetter ist man natürlich auch nicht allein beim Wandern hier im Wald unterwegs. Nach knapp einem Kilometer kam ich an einem Gedenkstein an, welcher für einen Waldarbeiter, der 1952 bei Forstarbeiten ums Leben gekommen war, aufgestellt wurde. Eine Sitzbank war hier auch aufgestellt, nur dafür war es heute doch etwas zu kalt. Hier bin ich nun auf einen etwas schmaleren Weg abgebogen und es sollten noch 1,7 Kilometer bis zum Martinfelder Fenster sein. An einigen Hochsitzen vorbei kam ich dann nach einigen hundert Metern auch wieder auf dem nächsten Hauptweg an. Die nächste Ausschilderung zeigte nach rechts und so bog ich dann auch auf den nächsten Hauptweg ab. Da sich der Wald nach oben etwas gelichtet hatte, hatte ich an dieser Stelle nun einmal die Drohne aufsteigen lassen. Nun schauen wir hier über den Westerwald hinweg hinüber in Richtung der Burg Gleichenstein. Die Burg Gleichenstein liegt nun genau gegenüber und ich schwenke nun so in Richtung Wachstedt. Und unter der Drohne sieht man nur die schneebedeckten Zweige der Bäume. Und dann schwenke ich in die Richtung Effelder bis hin zu den Windkraftanlagen bei Struth. Nun lasse ich die Drohne noch einmal an den schneebedeckten Zweigen der Bäume entlang gleiten und danach setzt sie wieder zur Landung an und ich werde sie wieder in meinen Rucksack einpacken. Bei leichtem Frost, herrlichem Sonnenschein und leichtem Schneekriesel, der von den Zweigen hinabfällt, habe ich so ungefähr noch einen Kilometer vor mir. Man muss zwar einige Male rechts oder links auf diesem Weg abbiegen, aber er ist immer sehr gut ausgeschildert. Und nun kam auch noch einmal ein Wegweiser zu den beiden Ausflugszielen, dem Ershäuser und dem Martinfelder Fenster. Ich wollte ja heute auch nur bis zum Martinfelder Fenster gehen
Und auf einem der nächsten Wegweiser war das Martinfelder Fenster dann auch mit 100 Metern Weg ausgewiesen. Im zeitigen Frühjahr war ich ja den Weg von der anderen Seite her schon einmal gewandert. Und nun bin ich auch am 470 Meter hohen Martinfelder Fenster, einen sehr schönen Aussichtspunkt, angekommen. Eine sehr schöne Wanderhütte und tolle Aussicht über Martinfeld hinweg erwartet hier den Wanderer. Man merkt aber, dass man hier in das südliche Eichsfeld schaut, denn unten in Martinfeld liegt gar nicht allzu viel Schnee und die Gegend ringsherum ist nur wie weiß gepudert. Hier schauen wir also in das hügelige Umland unseres schönen Eichsfeldes. Und was mir diesmal aufgefallen ist, dass wir jetzt auch Stempelstellen haben, wie man es ja von der Harzer Wandernadel her kennt. Anschließend ging ich die knapp 2 Kilometer wieder zurück bis zum Parkplatz und auch diesmal war ich nicht allein unterwegs. Mit dem Auto machte ich anschließend noch einen kleinen Abstecher hinüber zur Burg Gleichenstein. Und auch hier auf der Hochfläche vor der Burg Gleichenstein glitzerte der Schnee im Sonnenschein. Ab dem kleinen Parkplatz bin ich dann noch die 100 Meter zu Fuß bis zu der Burg gegangen, in der Hoffnung, dass man vielleicht einmal hineinschauen konnte. Aber auch diesmal war alles hier geschlossen. Also blieb mir nur ein kleiner Blick durch das Torgitter, dann habe ich mich vor der Burg noch hier im Schnee umgeschaut und anschließend ging es wieder zurück nach Hause. Und hier kann man noch einmal sehen, wie sich tausende Schneekristalle auf einem schneebedeckten Stein gebildet haben. Und am Parkplatz endete nun ein kleiner schöner Spaziergang hier bei Wachstedt.